Hey und willkommen zu meinem 17. Video aus Schwedisch Lappland. Dieses Mal ist, wie ihr seht, schon ein bisschen der Frühwinter angekommen. Also das hinter mir ist das verschneite und vereiste Meer. Und zwar ist das Eis erst gestern richtig dick geworden oder zumindest dicker. Und man kann es immer noch hören manchmal, das Eis sinkt. Das ist eines der unglaublichsten Geräusche, die ich je gehört habe. Es ist wirklich so, als würde dieses Eis, was langsam an Dicke gewinnt, das Meer darunter so in den Winterschlaf singen. Das stelle ich mir jetzt so vor mit meiner Autorenfantasie. Und gestern waren das wirklich so Geräusche wie so ein ganz dunkles Pfeifen. Und dann hörte man manchmal die Wellen von unten anklopfen, als würden die so SOS-Signale geben. Hilfe, wir werden eingefroren. Also unglaublich schön, was da gerade in der Natur passiert. Die letzten Wochen war es ja wie Hamburger Schiedwetter, ganz viel Regen, ganz viel Nebel und Grau. Und seit der Zeitumstellung wird es natürlich auch schon sehr früh dunkel, jetzt im Moment gegen 14 Uhr. Also wie alle mich immer wieder fragen, hast du nicht Angst vor dieser Dunkelheit? Nein, ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Ich freue mich sogar über die Dunkelheit, nicht weil ich irgendwie ein depressiver Mensch wäre, sondern weil, wenn dann klare Tage sind, wenn das Licht kommt, es so intensiv ist wieder am Morgen und auch am Abend, wenn die Sonne untergeht, es ist einfach so schön, dieses intensive Blau und Rosa und Orange, was der arktische Himmel dann immer hervorzaubert. Und natürlich gibt es dann auch öfter Nordlichter, wenn es ganz dunkel ist abends. Einmal gab es sogar Nordlichter trotz Nebel. Und das sind für mich wirklich ganz besondere Himmelsspektakel und ich freue mich da immer unheimlich drauf. Auch eigentlich gefällt mir sogar die dunkle Jahreszeit besser als dieser immer helle Sommer. Was für mich sehr schön ist zu merken nach diesen 10, ja fast 11 Monaten in Lappland nun, ist, dass sich immer wieder so viel in der Natur gewandelt und getan hat. Viel mehr kleine Nuancen, als wir sie weiter im Süden wahrnehmen. Und dass auch dieser ständige Wandel in der Natur ganz viel einem Menschen mitgeben kann von dem Thema Loslassen, was ja nicht nur spiritueller oder buddhistischer Kram ist, sondern einfach auch ganz wichtig im Alltagsleben, egal wo man nun wohnt, ob in der Natur oder in der Stadt. Und ich finde diese Idee, dass man immer wieder offen sein darf für Veränderungen, für etwas Neues, das ist etwas, was die Natur hier unheimlich schön mir vorgemacht hat und was ich auch davon mitnehme. Und deswegen möchte ich mich gar nicht festklammern an irgendetwas. Ich möchte mich nicht festklammern an den schönen Herbstfarben, am Licht des Sommers, auch nicht an dieser weißen Winterwelt, die irgendwann wieder geschmolzen sein wird. Ich finde es schön, einfach alles so zu akzeptieren, zu nehmen, wie es gerade richtig ist, wie es gerade kommt und das Beste daraus jeweils zu machen. Und eine Sache, die ich nie vergessen werde, das hat mir ein samischer Rentierzüchter erzählt. Er hat mir gesagt, ja, wir haben natürlich unsere Rentiere, wir bangen jetzt vorm Winter wieder darum, wie viele Tiere kommen über den Winter, wie wird der Winter, wird es sehr hart, finden die Tiere genug Futter. Aber letzten Endes, auch wenn die Rentiere für manche Samen ja immer noch eine Lebensgrundlage darstellen, nennen sie Rentiere auch den Besitz des Windes. Das heißt, die Rentiere sind eigentlich frei. Und dann meinte er noch, die Natur, die beschenkt immer den, der nichts in ihr besitzt. Denn wenn man zu viel besitzt, dann wird man nur gierig. Das ist wirklich so ein von ja, Generation zu Generation überliefertes samisches Lebenskonzept, was viele auch moderne Rentierzüchter heute noch versuchen anzuwenden. Und warum es vielleicht viele auch immer wieder schaffen, selbst wenn es ein harter Winter wird, doch weiterzumachen, weiterzukämpfen. Und auch in dem Vertrauen, dass sich über die Jahre die Zyklen wieder wandeln, dass es wieder gute Winter geben wird, dass wieder mehr Tiere überleben werden, mehr Tiere geboren werden im Frühjahr. Und das, finde ich, ist auch wirklich etwas sehr Wichtiges, was man von den Menschen hier in Schwedisch Lappland mitnehmen kann an Gedankengut und an Weisheit für das eigene Leben. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit diesem Video und ein bisschen Eintauchen in die vielfältige Frühwinterwelt von Lappland. Könnt ihr euch vorstellen, dass man Anfang November in Schwedisch Lappland noch Beeren pflücken kann? Also ich konnte mir das gar nicht denken am Anfang, bis meine Freundin Andrea ankam und meinte, ich fahre heute mit meiner finnischen Nachbarin nochmal raus ins Moor, Cranberries pflücken, willst du mitkommen? Cranberries kennen wir ja alle, ne? Von Säften vor allem, sehr lecker. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Peinlich, ne?
Aber das habe ich jetzt rausgefunden und auch, dass die mitten im Moor, im Sumpf wachsen und man ganz schön suchen muss, bis man diese kleinen Bärchen entdeckt. Aber jetzt erzählt euch Andrea gleich ein bisschen mehr dazu und ihr könnt zuschauen, wie wir da so gepflückt haben im Nassen. Ah, die Tranbeeren oder Moosbeeren, die werden nicht mehr so oft gepflückt. Das ist so ein bisschen vergessen, in Vergessenheit geraten, weil es einfach mühsam ist, sie zu pflücken. Es geht immer ganz gut, wenn man ein bisschen runterdrückt, dann sieht man sie oft besser. Es ist wirklich ein Sehenlernen, haben ganz, ganz viel Vitamin C und der Frost sollte einmal drüber gegangen sein, weil sie dann einfach mehr Saft entwickeln. Deswegen heißen sie Moosbeeren, weil sie wirklich richtig sich im Moos verstecken. Und was machst du daraus? Also Saft? Du kannst Saft machen. Du kannst Marmelade auch? Kannst du Marmelade machen, du kannst Kompott draus machen. Also fürs Müsli total lecker und wie gesagt auch sehr gesund. Manche sind dicker. Guckt, ja. Das ist einfach, die haben schon ein bisschen Frost abgekriegt. Der ist meistens auf der anderen Seite. Dann fahren sie sich. In diesem Video gibt es mal ganz wenig Action und vielmehr einfach eine Beobachtung, wie sich die Natur in diesen paar Wochen jetzt unheimlich verändert hat. Denn das ist für mich auch ein sehr schönes Beispiel von dem, was ich dieses Jahr in Schwedisch Lappland immer ganz besonders gespürt habe. Und das ist diese Kurz- und Schnelllebigkeit, die wir sowieso im Leben haben, aber die uns oft vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und die mir dieser sehr schnelle Zyklus der Natur hier richtig vor Augen geführt hat, eigentlich jeden Tag. Weil hier einfach immer alles so schnell sich verändert in der Natur. Gut, der Winter dauert sehr lange, aber selbst da ist von einer Minute auf die andere alles anders. Mit ein bisschen Nebel, mit ein bisschen mehr Wind, mit dem Eis, was sich bildet praktisch von einem Tag auf den anderen jetzt. Eben gab es noch diese wunderschönen Spiegelungen von der Sonne und von den Wolken auf dem Wasser, wie ihr gleich sehen werdet. Und ein paar Tage später ist die Spiegelung weg, weil sich das Eis schon gebildet hat. Aber das Eis, wenn es sich bildet, fängt an zu singen, wie ich eben erklärt habe. Es macht diese Geräusche so ein bisschen wie Wale, während es immer dicker wird. Und am nächsten Tag geht man wieder runter zum Meer und das Eis ist eigentlich schon ziemlich still. Es hat sich jetzt schon ein paar Zentimeter, glaube ich, hochgebildet und dann spricht es nicht mehr so viel. Es wird langsam wieder sehr, sehr still. Und es ist eben dieser ständige Wandel, dessen ich mir sehr, sehr bewusst geworden bin in Schwedisch Lappland das ganze Jahr über und jetzt zum Wechsel zwischen Herbst und Frühwinter noch einmal. Und genau das möchte ich euch mit den nächsten Szenen aus der Natur zeigen. Wie zuerst einfach alles noch grün war, ein bisschen kahl die Bäume natürlich, aber einfach tolle Farben noch, tolle Spiegelungen. Und jetzt ist wirklich schon diese stille, frostige, leicht verschneite Winterwelt zurückgekehrt und bereitet uns so langsam darauf vor, dass jetzt wieder einige Monate alles ruht. Die Boote sind eingepackt und ja, manche Leute fangen sogar an, jetzt schon Schlittschuh zu laufen auf den zugefrorenen Flüssen. Und ich bin sicher, ganz bald werden auch die ersten Schneemobile wieder übers Eis brausen, wenn das dick genug geworden ist. Also, vielleicht nehmt ihr euch die Zeit und die Muße, die nächsten Szenen euch anzuschauen mit ein bisschen entspannter Musik und auch auf die Distanz zu spüren, was ich meine mit dieser Schnelllebigkeit, der man sich so bewusst wird, gerade in dieser Art von arktischer Natur. Und dass man unheimlich viel davon auch lernen kann, sich immer wieder auf was Neues einzulassen, sich immer auf diesen Wechsel wieder einzulassen und nicht zu versuchen, ihm Widerstand zu leisten, sondern sich einfach mitziehen zu lassen, in dem Vertrauen, dass der Zyklus sich einfach immer wieder dreht, es einfach ein Kreis ist und dass die Wärme und die Sonne genauso wiederkommen, wie am Ende auch die Nordlichter zu uns zurückgekommen sind. Ich denke, das ist ein sehr schöner Gedanke, mit dem wir zusammen in den frühen Winter starten können. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit diesem Video und bis hoffentlich zum nächsten Mal.